Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Dari. Dari, Nachschuss und 1-0. Erik Fey. Siebte Minute. Das erste Mal können sich die Kloten so richtig festsetzen in der Zone Thurgauer. Nodari außenrum, einfach mal ein Abschluss, der Abpraller dann. Perfekte Vorlage für Erik Fey. Hier zu sehen, vorne etwas zu weit weg in dem Moment. Schleicht sich an Erik Fey, das dürfte dann natürlich nicht passieren. Aus Sicht der Thurgauer. Rundquist. Dann Peltier Richtung Tor, Ausgleich, Jonathan Eng. Das sind dann die Situationen, wenn man sie vom Gegner schon kriegt, die man eben ausnutzen muss. Und Jonathan Eng tut es, steht da goldrichtig. Im Niederung natürlich eigentlich der wichtigste Mann im Kader des HC Thurgaus. Peltier mit dem perfekten Auge auf Eng, da muss noch seinen Stock hinhalten. Das hatte ich auch nicht zu unterschätzen, dieser Pass von William Peltier. Die Box darf von Kloten sicherlich nicht ganz so. Peltier noch einmal. Peltier, Nachschussmöglichkeit, da kommt er nicht an die Scheibe, 2:1 im Powerplay, ja! Und es ist wieder in Überzahl. Nicht gut genug verteidigt auch und Jan Petrik mit seinem zweiten Playoff-Tor. Der Surfer surft auf der Welle weiter, auf der er schon im Viertelfinale gesurft hat. Jan Petrik bellt hier mit dem Abschlussversuch, Nachschuss, und dann versucht hier Thurkirchen zu pokechecken. Und dann muss eigentlich Altdorf noch aufpassen, dass er sich nicht eine Strafe holt, weil er sich auf den Gegner statt auf die Scheibe konzentriert. Hier sehen wir es gleich noch einmal. Er kommt dann zu spät. Und Petrik mit dem zweiten Tor. Das Erfolgsrezept sein kann, ist die andere Frage. Hier der nächste Hammer von ganz Ablenker vor dem Tor. Dann ist das der Ausgleich. Martin S. sollte das Zentrum abgestaubt haben. Hart gearbeitet hier und eben ausgerechnet einer, der ja nicht zum Scoren gehört, auch nicht deswegen geholt wurde, zwingend Martinez. Das ist dann ein Tomlinson-Transfer. Hier ganz Ablenker und Nester die Scheibe da unter Janet irgendwie durchbringt. Und noch einmal zu sehen, nein, an ihm vorbeibringt, außenrum. Jetzt der Ausgleich in der 50. Minute zum 2:2 natürlich. Ah, der Fehler hier, Rundquist. Rundquist, Rundquist! Und das mit Entscheidung war nicht so gedacht gewesen. Eigentlich für Kloten, aber Thurgau schafft es nach einem kapitalen Fehler, so muss ich es sagen, auch von Sandor Thurkirchen. Aber bereits im Aufbau, was macht da Kloten? Rundquist einfach mal draufgehalten und der HC Thurgau gewinnt das erste Spiel dieser Serie. Auswärts in Kloten, gleich ein Break in der Verlängerung. Adam Rundquist. Die Thurgauer haben noch Energie, sie haben es vor der Serie gesagt und es ist so. Am Ende der Mann, der eigentlich Verteidiger spielt, sonst Center wäre, aber heute wieder als Verteidiger einspringen musste, ist mit diesem Tor, mit seinem ersten Playoff-Tor erfolgreich. Und somit der Held dieser Partie. In dem Moment, dass eigentlich Kloten eine Einladung erhielt, ein klein wenig vielleicht auch von Schiedsrichtern, aber spielt keine Rolle. Hier Kinchi mit dem entscheidenden Fehler. Zu nonchalant. Nein, es war Marchand, Entschuldigung. Zu nonchalant. Dann Eng. Hol die Scheibe zurück. Ein Stock noch dazwischen. Eigentlich einfach die Scheibe zu halten. Vielleicht hat sie noch geflattert. Das ist schwierig zu sehen. Ganz, ganz bitter für Sandor Thurkirchen. Ja, hier ist noch der Stock dazwischen. Deswegen flattert die Scheibe und kullert dann so.